In der zweiten Lernsequenz beschäftigen wir uns mit dem zentralen Thema Leadership, Führung. Ich meine, das ganze Programm heißt Next Level Leadership. Natürlich ist hier sehr viel auch unser Kern drin. Fokus wird sein, dass wir uns mit High-Performing Teams auseinandersetzen. Das ist quasi Beyond Tuckman für die Insider. Da gab es ja mehrere Teamentwicklungsphasen und wir sind in der heutigen Zeit einfach an einem Punkt, was kommt eigentlich danach? Was ist High-Performing? Und wie führt man so ein Team? Also wie entwickle ich das, wie führe ich das? Also die Rolle des richtigen Führungsstils, wir wollen uns das genau anschauen. Und für das Entwicklungsprojekt ist das genau auch zentral, weil wir davon ausgehen, dass die meisten Führungskräfte in dieser Weiterbildung sich mit ihren Teams beschäftigen, die auf den Weg bringen in die Zukunft, in den Next Level und daher genau das mit denen vertiefen. Die Inhalte der Lernsequenz sind wirklich wichtig für das anstehende Entwicklungsprojekt, weil das hat sehr viel mit der Person zu tun, die verantwortlich ist, dieses Projekt zu führen, nämlich mit der Führungskraft, also den eigenen richtigen Stil zu finden, um zu entscheiden, wie führe und leite ich mein Team, wie bringe ich mein Team zum High-Performing-Team. Das gibt ganz klare Kriterien für sowas. Ein paar sind sowas wie, habe ich eine entsprechende Feedback-Kultur, habe ich eine Leistungskultur, habe ich Psychological Safety in meinem Team, dass jeder in der Lage ist, Dinge anzusprechen? Habe ich alle Perspektiven im Blick und natürlich auch mit der entsprechenden Empathie ausgestattet, sowohl ich als Führungskraft als auch mein Team untereinander? Das zu übertragen, ist eine große Herausforderung. Ich glaube, da sind wir uns alle klar. Deshalb werden wir gerade in diesem Modul besonders darauf achten, in der zweiten Hälfte auch genau an diesen Themen zu arbeiten. Also eben auch an persönlicher Kompetenz, das zu entwickeln.